Ja, die Idee ist auf einer der Gremiensitzungen des GOK 715.3 entstanden. Und zwar war der Hintergrund die Erkenntnis, dass wir eine zunehmende Komplexität der Normenwerke haben. Und gleichzeitig wurde immer davon berichtet, dass wir einen schleichenden Know-how-Verlust entlang der Wertschöpfungskette im Markt feststellen. Und ursprünglich wollten wir dazu ein Management-Summary schreiben und eine Übersichtsliste. Und am Ende ist daraus die Idee des Buches entstanden. Das Autorenteam setzt sich komplett aus einer Gruppe aus dem bereits genannten Verkabungskomitee GOK 715.3 zusammen. Das sind allesamt Experten in ihrem Fachbereich und die sind unterschiedlich, kommen teilweise aus der Lehre, aus der Forschung, Industrie, Planung, Dienstleistung. Und jeder Autor, den wir dazu befragt haben, bringt ein spezielles Fachwissen mit. Und nur durch die Bündelung dieser spezifischen Kenntnisse war es möglich, das Buch in seiner Gesamtheit so anzugehen, wie wir es vorfinden. Und das sind zum einen der Professor Albrecht Oehler von der Hochschule Reutlingen, das ist Dirk Wilhelm, Geschäftsführer von der GMT, das ist Konstantin Hüdepohl von Softing, Rainer Schmidt von der Firma Harting und mein Name ist Ivan Engels, ich arbeite für Leoni Kerpen. Ja, das Buch hat auf jeden Fall einen roten Faden. Kernstück ist die Präsentation, Beschreibung und ein Leitfaden zu der aktuellen, in 2018 veröffentlichten Normenserie EN 50173. Das ist die Spezifikation, die Norm für Verkabelungssysteme und die EN 50174 bzw. die Reihe dieser Norm, die beschreibt und spezifiziert die Installation. Das Buch enthält aber auch noch eine Reihe weiterer wichtiger Informationen. Eine Einleitung, ein Vorwort, kurzer historischer Rückblick auf die Entwicklung der Ethernet-Technologie, dann Standortvoraussetzungen, Beschreibung von Komponenten, die erforderlich sind für Verkabelungen, also Kabel-Steckverbinder. Und das Ganze schließt dann sinnvollerweise mit der Messtechnik. Hier wird beschrieben, wie man korrekt eine Abnahme macht. Und das Buch schließt dann mit einem Ausblick. Der rote Faden ist letztendlich dadurch gegeben, dass es Wissen vermitteln soll, zusammenhängendes Wissen vermitteln soll, an der einen oder anderen Stelle auch vertiefend. Und das Interessante an dem Buch ist, dass auch jedes Kapitel einzeln adressierbar ist. Und deshalb hat es auch gewisse Redundanzen, die wir in Kauf nehmen, damit jedes Kapitel einzeln verständlich rübergebracht werden kann. Und vielleicht noch eine Schlussbemerkung. Das Autorenteam selbst hat diese Arbeit als extrem bereichernd empfunden, weil wir durch dieses übergreifende Wissen auch einiges gelernt haben, vertiefend gelernt haben, unser Wissen erweitert haben. Und an der einen oder anderen Stelle haben kontroverse Diskussionen sogar dafür gesorgt, dass wir für künftige Normenpublikationen noch wichtige Vorschläge erarbeitet haben. Ja, im Wesentlichen adressiert das Buch Entscheider, Eigentümer von informationstechnischen Anlagen. Wenn eine informationstechnische Anlage installiert werden soll und betrieben werden soll, dann ist es extrem wichtig für den Owner, für den Besitzer der Anlage zu wissen, welche Komponenten müssen verbaut werden, welche Zukunftssicherheit bringen diese Komponenten mit, in welcher Umgebungsbedingung müssen diese Komponenten funktionieren. Es fängt also alles damit an, eine saubere planerische Grundlage zu schaffen. Damit ist natürlich auch der Planer und Architekt mit im Boot. Und am Ende, wenn die Spezifikation steht zu seinem Werk, wenn die Erwartungshaltung planerisch erfüllt ist,
kommt natürlich der Installateur ins Boot und der findet natürlich wichtige Hinweise, wie muss er dann Verkabelungskomponenten korrekt, fachgerecht installieren. Nebenbei gesagt ist es auch für jeden Interessierten in der Informationstechnik interessant, dieses Buch zu lesen. Also letztendlich sind alle Marktteilnehmer oder können alle Marktteilnehmer von diesem Buch profitieren, weil sie eben zusammenhängend Wissen dort finden und einen sehr guten Einstieg in eine sehr komplexe Normenmaterie finden, die ja letztendlich, wenn man das ganze Normenpaket durchlesen würde, man knapp 500 Seiten durcharbeiten müsste, einen kleingedruckten Text und das auch noch in einer Normensprache, die nicht immer für alle verständlich ist. Das ist eine sehr gute Frage. Wir als Normer müssen natürlich die Normen lesen, verstehen und weiterentwickeln. Und an der Stelle darf ich sagen, dass das Buch natürlich nicht diese Normen ersetzen kann, obwohl wir viele Anleihen in diesem Buch zurückfinden. Wir haben beispielsweise viele Tabellen und Grafiken übernommen. Aber das Buch ist zusätzlich voll gepackt mit wichtigen Tipps und Anweisungen, Empfehlungen, die über die Norm hinausgehen. Und das ist beispielsweise sehr wertvoll für die Berufsgruppe der Installateure. Dann enthält das Buch natürlich Ergänzungen, Vertiefungen, die die Norm nicht bietet, korrekte Interpretationen vor allen Dingen. Oftmals ist es sehr schwierig, selbst für uns Experten, und da muss ich an der Stelle manchmal schmunzeln, selbst für uns Experten ist es manchmal nicht einfach, die richtige Interpretation zu finden, beziehungsweise manchmal diskutieren wir kontrovers über einen Abschnitt. Und da haben wir uns dann auf final nochmal auf die richtige Interpretation geeinigt. Und das findet sich dann in diesem Buch wieder. Und schlussendlich waren wir der Meinung, als Autorenteam macht es auch noch Sinn, Praxisbeispiele zu bringen. Wir haben also auch noch zwei Praxisbeispiele aus dem industriellen Umfeld und aus dem Rechenzentrumsumfeld eingebaut, die dann dem Leser zeigen, wie eine beispielhafte oder vorbildliche Installation dann entlang der Norm vollzogen wurde. Ja, in der Tat spiegelt das Buch den Stand 2018 wider. Aber ich könnte das noch erweitern, sagen, dass es sich hier um einen, wenn man so will, Nachlass handelt, der letzten 30 Jahre strukturierte, anwendungsneutrale Verkabelung. Das Buch macht ja einen Bogen von den Anfängen der strukturierten Verkabelung bis hin dann zu den ersten Stunden der Büroverkabelung, bis zu der Zeit, wo dann definitiv nachhaltig vorverkabelt wurde und das Kabel oder die Verkabelung Bestandteil des Gebäudes wurde es bis heute. Und heute ist es ein recht komplexes Normenwerk geworden, welches wir in seiner Vollständigkeit hier in diesem Buch darlegen. Und daher ist das Buch wirklich ein historisches Dokument und Know-how-Dokument für alle Interessierten. Es enthält aber auch einen Ausblick, wie geht es denn weiter? Wir wissen alle, wenn die Tinte trocken ist, ist dann auch schon der Moment gekommen, wo sich die Welt weiterentwickelt hat. Und an dieser Stelle geben wir da schon mal einen Hinweis auf einige wichtige Megatrends, die etwas zu tun haben mit IoT, Internet of Things, Industrie 4.0 und verknüpft mit der Fragestellung, was hat das mit Verkabelung zu tun? Eine Antwort ist, ja, es hat was mit Verkabelung zu tun und zwar arbeiten wir im Moment in allen Gremien, in allen relevanten Normenbereichen von IEEE über IEC und ISO-IEC an dem Thema Single-Pair Ethernet. Das ist ein aktuelles, sehr wichtiges Schlagwort. Wir wollen die strukturierte Verkabelung, die vierpaarige strukturierte Verkabelung ergänzen durch eine smarte Verkabelung unter dem Stichwort Single-Pair Ethernet. Das ist nichts anderes als eine einpaarige Verkabelung, die dann
intelligente Geräte aller Art mit Daten und Strom versorgen soll. Das ist ein wichtiger Trend. Ein weiter wichtiger Trend ist, dass wir die Möglichkeiten der strukturierten Verkabelung hinsichtlich ihres Leistungsvermögens weiter ausbauen. Im Moment arbeiten wir daran, über vierpaarige Verkabelung, geschirmte Verkabelung, 25 Gigabit über 50 Meter zu ermöglichen oder sogar 50 Gigabit über Kupfermedium zu übertragen. Charme des Kupfermediums ist natürlich, dass da auch Energie übertragen werden kann. Und auch die Lichtwellenleitertechnik kommt nicht zu kurz. Da sind wir jetzt dabei, Multimode-Fasern, Stichwort OM5, in neue Übertragungssphären hin zu begleiten. Ja, diese Frage hat sich für uns Autoren relativ früh gestellt. Auf einer der ersten Projektbesprechungen kam die Idee auf, dieses Geld zu spenden. Und spontan waren alle Autoren mit dieser Idee einverstanden. Da hat es gar keine Diskussion gegeben. Und nach einer kurzen Erörterung war es dann klar, ist die Entscheidung dann gefallen, dass die Spende an die Deutsche Kinderkrebsstiftung zu geben.